Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Das Thema von heute ist, das Vaterunser widerlegt das Christentum. Und ich möchte erstmal, bevor ich darüber rede, sagen, ich möchte das Christentum nicht beleidigen, sondern ich bin der Meinung, dass die Menschen besser leben würden, wenn sie sich dem Christentum mehr widmen würden als zur Zeit, wo viele Menschen leider in den Atheismus reingefallen sind und überhaupt keine Basis im Leben haben, überhaupt keinen Sinn im Leben haben. Ich denke auch, dass das Christentum eine Religion ist, die den Menschen im Großen und Ganzen Moral beibringt, die Menschen viele Werte vermittelt. Und ich habe selber vom Christentum profitiert, ich habe selber von der Bibel profitiert. Ich war auf einer Schule gewesen, die ursprünglich von Missionaren gegründet wurde, ja, die mit einem Kloster zusammenhängt. Und ich möchte hier nur darauf eingehen, auf ein bestimmtes Gebet in der Bibel, das für die Muslime, die sich diesen Beitrag anschauen, ungefähr die Bedeutung hat wie die Al-Fatiha, ja, also die erste Sure des Korans für die Muslime. Das heißt, dieses Gebet müsste täglich bei einem Christen gebetet werden. Bei uns in der Schule war es auch so, dass wir morgens immer aufgestanden sind und dann dieses Gebet, das Vaterunser, gebetet haben, ja. Und ich möchte hier darauf eingehen und möchte hiermit dann einige Christen darauf aufmerksam machen, ob dieses Gebet nicht eigentlich die Kernaussagen des Christentums widerlegt. Ja, das soll eine Diskussion, das soll eine sachliche Diskussion sein, eine objektive Diskussion. Und ihr könnt das selber entscheiden. Ich möchte auch von vornherein sagen, wenn ich also etwas aus der Bibel zitiere, heißt das nicht, dass ich glaube, dass die Bibel volle Autorität hat oder dass alles an der Bibel unverfälscht ist. Aber wir als Muslime glauben, dass die Bibel im Ursprung oder sagen wir mal die Tore und das Evangelium im Ursprung von Gott sind. Ja, vor allen Dingen die Tora. Bei den Evangelien, die wir heute haben, haben wir nicht das Jesus-Evangelium, gibt es nicht mehr. Es gibt nur Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und viele andere Evangelien, wie beispielsweise Thomas und so weiter, die aber von der Kirche nicht akzeptiert wurden. Die Bücher wurden als kanonisch, also als kanonisch gesprochen, das heißt, dass sie gültig sind, im Jahre 364 nach Christus. 364 Jahre später. Also, wir glauben, dass in die Bibel Interpolationen hineingekommen sind, dass Fehler mit hineingekommen sind, dass bestimmte Dinge gefälscht wurden, bestimmte Dinge herausgenommen wurden. Und das ist auch das, was die moderne Bibelkritik bestätigt. Das liest man auch in Enzyklopädie Biblica, das liest man von verschiedenen Gelehrten der Bibel, die das bestätigen. Eine Passage, die beispielsweise unter den Christen selbst heute, oder die von der bekannt ist, unter christlichen Gelehrten, dass sie eine Interpolation darstellt, eine Hinzufügung, ist beispielsweise Johannes 8, Vers 1 bis 11, die Geschichte von der Ehebrecherin. Diese Geschichte kommt in keinem der ältesten Manuskripte des Neuen Testamentes vor. Dann gehen wir jetzt hier auf dieses Vaterunser ein. Ja? Wie gesagt, wir Muslime glauben, dass Fehler mit hineingekommen sind, weil der Koran sagt uns dies in Sure 2, Vers 75 oder in Sure 2, Vers 79 oder in Sure 5, Vers 48. Beispielsweise sagt Allah in Sure 2, Vers 79, ja, فَوَيْدُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dieses von Gott, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Und in Jeremia 8, Vers 8, in der Bibel selber steht, wird das bestätigt. Dort steht, ihr denkt, ihr seid weise und das Gesetz Gottes sei bei euch. Ja, aber der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Das heißt, es sind in das Gesetz Fehler mit hineingekommen. Gott hat das zugelassen, denn er hat danach ein Buch gebracht, das wie Allah im Sure 5, Vers 48 sagt, Muhaimin darüber ist. Was heißt Muhaimin? Richter darüber, der sagt, das ist richtig, das ist falsch. So, jetzt zum Vaterunser. Jesus wird gefragt, er soll den Jüngern beibringen, wie sie beten sollen. Und dann sagt er, wie sie beten sollen. Erstmal, zu wem bringt er ihm ein beizubeten? Sagt er, sie sollen zu Jesus beten? Sagt er, sie sollen zu Maria, seiner Mutter, beten? Sagt er, sie sollen zum heiligen Christopher beten? Zum Petrus beten? Zum heiligen Thomas beten? Nein. Er sagt, fangt an, Vater unser im Himmel.
Jetzt könnte natürlich der eine oder andere sagen, ja, Vater, ihr Vater, Vater unser. Er hat nicht gesagt, mein Vater, laut der Bibel. Das heißt, wir sowieso, dieser Name Vater, wir nehmen den Namen Vater nicht, das ist kein Name von Allah. Ja, weil hier können Missverständnisse auftreten, wie sie auch im Christentum aufgetreten sind. Ja, das ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und Mutter und so weiter und so fort. Aber hier, wenn man das als eine metaphorische Aussage nimmt, als jemand, der einem nahesteht, als jemand, der wie ein Vater einen leitet, als jemand, der wie ein Vater etwas Gutes von einem will, ja, dann sagen wir, Vater unser. Er hat nicht gesagt, mein Vater. Das heißt, wenn jemand sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, dann müsste er sagen, laut Bibel wäre jeder ein Kind Gottes im Sinne von, nicht, dass Gott jemanden geboren hat, sondern im Sinne, dass Gott den Menschen aufzieht, ein Rab von ihm ist. Vater im Sinne von Rab, Rab, jemand, der einen versorgt, jemand, der einen erschafft, jemand, der einen lenkt und so weiter. Weil das ist die Bedeutung von Rab. Und hier, das heißt im Arabischen, Abana Fissama. Abana, nur ein Buchstaben davon haben wir, Rabbana. Das heißt unser Rab. Ja? Abana Rabbana, das heißt ein Buchstabe weg, schon haben wir Rabbana. Wir wissen auch, dass Hebräisch, ja, und Aramäisch, die Sprache, die Jesus gesprochen hat, mit dem Arabischen verwandt ist. Ja. Also es kann gut sein, dass Jesus hier gesagt hat, so etwas wie Rabbana, und dass daraus Abbana gemacht worden ist, für unser Vater. Ja. Auf jeden Fall, dann sagt er, geheiligt werde dein Name. Jesus hat nicht gesagt, geheiligt werde mein Name. Geheiligt werde unser Name, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Denn laut Christentum ist Jesus Gott. Und ich weiß, viele Christen, denen man das sagt, die wissen das noch nicht mal. Das zeigt, liebe Christen, ihr seid zur Schule gegangen, habt dort Religionsunterricht gehabt, seid zur Konfirmation gegangen oder zur Firmung oder ihr seid zur Kommunion gegangen und ihr habt dieses Konzept nie verstanden. Und ich sage, das liegt nicht an eurer mangelnden Intelligenz, wenn ihr das nicht verstanden habt, sondern es liegt einfach daran, dass dieses Konzept von der natürlichen Veranlagung eines wahrhaftigen Herzens abgelehnt wird. Ja? Das heißt, dein Name, geheiligt werde dein Name. Und hier sind Parallelen zum Islam. Ja? Wir sagen auch, Rabbana fissama, ja? Oder Yachafuna Rabbahum im Fokim, im Koran. Sie fürchten ihren Herrn, der über ihnen ist. Ja. A'amintu man fis sama, sei der sicher vor dem, der über den Himmel ist. Dann, geheiligt werde dein Name. Das ist so wie Tabarak isma Rabbika dhul jalali wal ikram. Geheiligt, gepriesen sei der Name von Allah. Ja, dann, dein Reich komme. Jesus sagt nicht, mein Reich komme. Dann sagt er, dein Wille geschehe. Er sagt nicht, mein Wille geschehe, unser Wille geschehe. Er sagt, dein Wille geschehe. Und das ist bisher alles mit dem Islam, alles parallel. Wir sagen auch, das Reich von Allah wird kommen. Der jüngste Tag. Was sagen wir in der Fatiha? Ja, Maliki Yawmiddin, Herrscher am jüngsten Tag. Das heißt, sein Reich kommt. Dann dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Wir wissen das im Koran. Innama amruhu idha arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun. Sein Befehl ist nur, wenn er eine Angelegenheit beschlossen hat, wenn er eine Angelegenheit will, dass er sagt, sei und sie ist. Sein Wille geschieht, heißt das. Das ist wieder mit dem Islam parallel. Dann, unser täglich Brot gibt uns heute. Das heißt, Gott gibt uns unser tägliches Brot, unser Essen. Und das sagt Allah im Koran, dass er Ar-Razik ist. Dort sagt Allah im Koran, Kul may yarzukukum minas sama'i wal ard. Wer versorgt euch von Himmel und von der Erde? Der Rasik, der Versorger, dann er sagt dein Wille geschehe, nicht mein Wille, dann sagt er, unser täglich Brot, das heißt, Jesus sagt hier, ich esse. Und das ist eine Eigenschaft von einem Geschöpf, von jemandem, der nicht der Schöpfer ist, von jemandem, der kein Gott ist. Das heißt, Jesus ist kein Gott und deswegen darf man Jesus auch nicht anbeten. Dann sagt er weiter, und vergib uns unsere Schuld. Jesus sagt, vergib uns hier. Er lehrt unsere Schuld. Er sagt nicht, sie sollen mich anbieten und Vergebung beten oder zum Pfarrer gehen und Buße machen. Er sagt, sie sollen Gott um Vergebung bitten. Vergib uns unsere Schuld. Uns. Dann sagt er,
wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und dies ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil gerade Evangelikale sagen, ja, dass, und auch andere, also die meisten christlichen Gruppen sagen, dass die Sünde nur durch Blut vergeben werden kann. Aber das ist keine Lehre von Jesus und das ist keine Lehre des Alten Testaments. Im Alten Testament stimmt, dort werden Tiere geschlachtet. Aber es geht dort nicht um das Blut, sondern es geht darum, dass die Leute aus Gottesfurcht für Gott schlachten. Denn es gibt auch andere Verse in der Bibel, ja, wo nicht durch Blut vergeben wird. Aber wir halten heute nur an dieser Stelle fest. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, was heißt das? Wie vergibst du einem, das heißt, Gott vergibt dir nicht mit Blut, sondern so wie du deinem Schuldigen vergibst. Wie vergibst du deinem Schuldigen? Jemand beispielsweise hat dir was geklaut. Laut Christentum heißt es, die Sünde muss bezahlt werden. Deswegen musste Jesus für die Sünde kommen, für die Sünde sterben, weil für die Sünde musste jemand sterben. Das heißt, Gott ist als Mensch Jesus auf die Welt gekommen, um sich sozusagen für die Menschen durch seine Vorherbestimmung selbst zu ermorden und dann für die Sünde zu sterben. Das heißt, die Strafe für die Sünde sozusagen zu übernehmen. Das ist das, wie es immer erklärt wird. Wie zum Beispiel eine Geschichte von einem König. Dieser König, der hatte eine Mutter und diese Mutter hat von ihm etwas geklaut. Das ist etwas, was Christen immer als Beispiel geben, um diese Geschichte rational zu machen. Auch für die Christen, die das jetzt vielleicht nicht wissen. Und dann hat der König gesagt, wer diesen Schatz geklaut hat, der kriegt 100 Peitschenhiebe. Am Ende hat sich herausgestellt, dass seine Mutter geklaut hat. Aber er hat seine Mutter so geliebt, aber die Strafe musste passieren, die Strafe musste vollstreckt werden. So hat er sich anstelle der Mutter hingestellt und die 100 Peitschenhiebe bekommen. So sagen sie auch, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Jesus ist gekommen, um für die Sünde der Menschen zu sterben, hat also als Liebe diese Sünde übernommen und das ist der einzige Weg, wie die Sünde vergeben werden kann. Römerbrief 5, Römerbrief 6. Aber hier, das Vaterunser, das Gebet, was ihr Christen jeden Tag betet, widerlegt das. Denn hier ist es nicht so, dass die Strafe verzogen werden muss, sondern ist es so, dass die Strafe einfach vergeben wird. So wie, wer lehrt das? Das lehrt der Islam. Das heißt, das Vaterunser widerspricht der christlichen Lehre und entspricht dem islamischen Glauben. Denn wie vergebe ich einem Schuldigen? So. Zum Beispiel, XY hat von mir 10 Euro geklaut. Ich kriege das jetzt raus. Jetzt sagt XY zu mir, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht und so weiter und so fort. Oder XY hat mich beleidigt, sagen wir es so. XY hat gesagt, hat mich beschimpft, hat ein Schimpfwort benutzt. So, und jetzt, wie vergebe ich ihm? Vergebe ich ihm nicht, dass ich sage, oh, die Sünde muss bezahlt werden. Du hast die Sünde gemacht. Jetzt muss ich dich auch beschimpfen. Du hast zu mir, irgendein Wort gesagt, dann sage ich zu dir auch das Wort, du musst bestraft werden oder ich gebe dir eine Ohrfeige oder was auch immer oder du musst Blut, du musst ein Schaf schlachten. Nein. So, ich sage zu ihm, wie vergebe ich meinem Schuldigen? Ich sage, ist kein Problem, ich verzeihe dir. Und genauso bei Gott. Gott verzeiht, so wie der Mensch dem Schuldigen vergibt. Indem man zu ihm umkehrt, indem man sagt, O Allah, O allmächtiger Gott, O unser Herr, ich habe einen Fehler gemacht, verzeih mir meine Sünden. Und dazu braucht es keinen Opfertod. Warum, wenn der Opfertod so wichtig ist, liebe Christen, warum erwähnt Jesus laut dem wichtigsten Gebet im Christentum, laut eurer Meinung nach, nichts vom Opfertod, sondern erwähnt ein anderes Konzept der Sündenvergebung? Dann geht's weiter. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dein ist das Reich, nicht mein ist das Reich, nicht unser ist das Reich. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das heißt, hier sieht man ganz klar in dem Vater unser das Gebet, was ihr Christen als das wichtigste Gebet sieht, dass in keinster Weise Jesus hier göttlichen Anspruch erhebt und dass er ein anderes Konzept der Sündenvergebung anbietet.
Und das ist das Konzept, was Allah im Koran nennt. Ja? Dort sagt Allah beispielsweise: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Das heißt, und diejenigen, wenn sie eine Schändlichkeit begangen haben und ihrer eigenen Seele Unrecht zugeführt haben und dann Gott gedenken und um ihre Vergebung und Gott um Vergebung bitten. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Und der Prophet sagt im Heiligen Hadith, sagt er, ja, dass Allah sagt, ja, Ibadi, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لي غفرت لك. O meine Diener, wenn die Sünden von euch bis zum Himmel hochgehen und mich dann um Vergebung bittet, werde ich euch vergeben. Aber diese Vergebung muss natürlich vom Herzen kommen. Jetzt wird der ein oder andere mit dem lächerlichen Beispiel kommen und sagen, ja, das hört man leider von einigen christlichen Missionaren, wie kann Gott denn eine Sünde einfach so vergeben? Weil man eine gute Tat macht oder weil man um Vergebung bittet? Ja, wenn ich einmal richtig geparkt habe, wenn ich 10-mal richtig geparkt habe und einmal falsch, kann ich auch nicht sagen, ja, ich bezahle das jetzt nicht, ich muss das Knöllchen nicht bezahlen, ich habe ja 10-mal richtig geparkt. Für alle Leute, die ehrlich sind. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde dieses Beispiel vielleicht widerlegen, nur eine Sache. Was hat die Vergebung Gottes mit einem Knöllchen zu tun? Das ist völliger Blödsinn. Sondern Gott ist der vergebene Gott, der barmherzige Gott. Und deswegen fangen auch 113 Suren, Kapitel des Korans an mit Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Und deswegen ist noch ein anderer Name, ein Name von ihm ist Ar-Rahim, der Erbarmer. Ar-Rahman ist ein Name von ihm, der Allbarmherzige. Al-Ghafur, der Vergebene. Al-Afu, der die Sünden übergeht. Ja? At-Tawab, der die Reue annimmt. So viele Namen vom allmächtigen Gott, die im Koran genannt werden, haben etwas mit der Akzeptanz der Reue zu tun. Wie gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Wahrheit zeigen. Und für jeden Christen bitte ich darum, nimm dir ein Beispiel an Jesus. Jesus hat zu Gott gebetet. Bete du zu Gott und sag zu Gott, allmächtiger Gott, zeige mir die Wahrheit. Zeige mir den wahren Weg. Möge Allah uns alle recht leiten. Assalamu alaikum.